Guten Morgen, ich begrüße euch wieder. Die Susanne hat ein neues Thema mitgebracht. Ich habe es genannt, die Gefahr lauert ganz woanders. Warum Retrauma für Deutschland jetzt sehr gefährlich wird. Da versteckt sich jetzt ein Thema dahinter, da habt ihr vielleicht jetzt nicht mit gerechnet. Und ich muss gestehen, ich sage euch ganz ehrlich, dass auch in Zukunft die Videos jetzt ein bisschen anders werden, dass ich über Quellen arbeite, die mit mir auf Telegram sind, die haben ja mitgekriegt, ich habe jetzt schon ein paar Mal jetzt so Dinge benannt oder mich geoutet, dass ich im Gebet, im Dialog, im direkten Dialog Erfahrungen reinholen kann oder eingespielt bekomme, die immer mehr dringlich werden. Also ich gestehe es euch mal, dass ich lang zurückgehalten habe, dass ich diese Informationen oft höre, dass die eingegeben werden, weil ich Angst hatte, dass dann die Leute sagen, jetzt ist noch so eine Bekloppte, die jetzt da channeln will, noch so eine, die meint, sie macht jetzt auf Spiri oder auf Medium oder sowas. Das hat mich lang davor zurückgehalten, das zu outen. Aber es ist einfach dringlich. Ich kriege hier ganz viele Informationen, die ans Tageslicht müssen und die mich drängen. Und ich werde das in Zukunft auch ein bisschen mehr zeigen, auch auf die Gefahr hin, dass ihr mich zerreißt, dass ihr mir, dass ihr sagt, nee, da gehe ich aus dem Kanal raus. Also was läuft denn da hier für eine Spiri-Geschichte ab? Ja, aber ich bin da gelenkt und geführt und ich habe jetzt zum Beispiel auf Telegram auch eine Nachricht live, also eine aufgesprochene Sprachnachricht übertragen, wo ich im Dialog bin, im Gebet, ich Fragen stelle und Antworten kriege, damit ihr seht, wie ich über viele, viele Jahre schon arbeite, ja, schon seit Kindheit, es gibt da viele Dokumente, es gibt viele Zeichnungen und Aufschriften, wo ich dies als Quelle heranziehe, um Dinge zu ergründen. Ja, so, und deswegen bin ich auch auf dieses Thema heute gekommen. Es wird um Trauma gehen, aber nicht, wie ihr vielleicht vermutet, sondern es geht um Traumatisierung auch in unserem Land. Das ist ein Thema, was sich hochdrängt, was sich noch zuspitzen wird. Das kann ich euch schon so viel sagen, dass hier viele Nachrichten anstehen dazu. Und ich versuche mich vorsichtig diesem Thema zu nähern. Ich meine, mit Trauma muss ich euch, glaube ich, nicht viel erzählen, was das ist. Da ist ja das ganze Netz voll und Bücher und Literatur und Blogtexte und alles. Wir müssen ja unterscheiden. Ihr wisst ja, da gibt es dieses Schocktrauma oder dieses über einen längeren Zeitraum Entwicklungstrauma, nennt man das, wo Menschen quasi wie, also diese negativen, schlimmen Ereignisse, die ihr erlebt habt, auch früher oder in der Kindheit, eingekapselt werden. Also der Körper versucht, die abzugrenzen von deinem normalen psychologischen System, damit diese Schockzustände oder diese hochtraumatischen Erlebnisse dein System nicht vergiften. Also ich habe es mal in irgendeinem Video genannt, das ist wie so ein Abszess, wisst ihr ja, wenn ein Entzündungsherd irgendwas im Körper ist, der nicht rausgeschafft werden kann, dann wird er ummantelt, damit du keine Sepsis kriegst, damit dein System nicht belastet wird. Ja, so, und es gibt es im Kleinen, also individuell, das persönliche Trauma, das viele von uns ja auch haben, aber wo ich den Blick heute mit euch drauf lenken will, ist dieses kollektive Trauma in unseren Landen. Ja, weil hier ist etwas ganz, ganz stark noch im Gären, lass mich's mal so sagen, und das sollten wir in Zukunft hochholen. Und ich gehe einfach jetzt mal von der Geschichte aus, dass dieses kollektive Trauma, was ja viele von uns haben, das wisst ihr vielleicht, das Trauma, da werden ja über 7 Generationen, man hat es an Experimenten mit Mäusen festgestellt, weitergetragen werden, zellulär. Also ist zumindest ein großer Anteil unserer Bevölkerung, dessen Eltern zum Beispiel im Krieg waren oder Großeltern, mit Sicherheit davon betroffen. Ja, und deswegen schauen wir uns das heute an. Wobei ich unser Land, wirklich unsere Region sehe als ein Wesen, eine Wesenseinheit, eine territoriale, wie so ein Organismus,
ein Geist einer Region, gespeist über die Kultur, über die Menschen, über die Erde, über die Pflanzen, also all das, was in diesem Landstrich passiert ist. Und ich gehe jetzt mal so weit, auch wenn ich vielleicht manchen jetzt dadurch auf die Füße trete, ich behaupte, dass dieses Land, ja, auch wenn es totgeschwiegen wird, hochtraumatisiert ist durch viele Epochen von Krieg, ja, dass es geplagt ist, dass es erschöpft ist, dass es gedemütigt wird. Guckt euch die momentane Situation an, ich möchte es gar nicht jetzt einzeln benennen, ja, und dass dieses Land ausgebeutet wird, wie so eine Mine, weißt du, oder wo man dann Gold schürft oder die Edelsteine rausholt, ja. So, und was auffällig ist, dass diese Historie dieses Landes, dieses Drama, also diese Erde ist ja wirklich mit Blut und Tränen getränkt, dass diese Tatsache negiert wird. Ja, dass überall kriegt man das Leid gezeigt und wie es den Menschen schlecht geht und da ein Erdbeben und da ist Krieg und sonst wie. Aber es wird totgeschwiegen, es ist ein großes Tabuthema, was in diesem Land passiert ist. Nur mal ein paar Stichpunkte, Dresden oder die Bombenabwürfe oder die ganzen Vertreibungen, wo die Menschen aus ihrer Heimat flüchten mussten oder aber auch diese, ich weiß nicht, ob das manchen von euch was sagt, Rheinwiesenlager, ja, gibt es ein tolles Buch oder auch als Hörbuch, glaube ich, kostenlos sogar noch erhältlich von diesem William Toll, man mag von ihm denken, was man will, der hat nicht nur Freunde, ja, das ist ja dieser Prof, dieser Amerikaner, der da hier so Tourneen durch Deutschland macht und über Deutschland spricht. Also wie gesagt, da kann man geteilter Meinung sein, aber dieses Buch, könnt ihr mal gucken, Kurt 45, bezeugt diese Erlebnisse eines Jungen, ich glaube der ist 17, wenn mich nicht alles täuscht, in diesen großen Lagern, die nach dem Krieg, ich glaube fast 1 Million junger Männer umgekommen ist, verhungert, elendlich verreckt ist, muss man fast sagen. Und da habe ich, wann war das, vor 1-2 Jahren, habe ich dann kilometerweite Märsche durch diese Äcker gemacht, die sind ja teilweise mit Büschen und Hecken abgetrennt, dass du gar nicht so drauf sollst, und habe da gebetet, laut gebetet, und mir sind die Tränen nur so runtergelaufen. Man muss dazu wissen, dass ich sehr starken Bezug habe oder auch Kontakt, das klingt jetzt wieder spooky, aber ich sage es trotzdem, mit Gefallenen, mit Tausenden von Gefallenen, mit denen ich auch reden kann. Ja, und ich weiß noch, da habe ich dann die kleinen so Scherben gesammelt, so, weißt du, so von Tässchen, noch ein Tellerchen, da wo der Rhein war, da haben sie ja dann noch ihr Wasser zumindest gekriegt. Und es war eine der ergreifendsten Erlebnisse in meinem Leben, auch die Rückstände noch von diesen vielen, vielen Toten, die da von den Traktoren, das ist ja jetzt Ackerfläche, immer wieder hoch und runter gewürfelt werden. Ja, also du kannst dann auch noch Utensilien finden, viele sogar. Gut, aber das nur am Rande. Also das möchte ich so mal stehen lassen, dass es vieles in unserem Land gibt, wo man mit Sicherheit mal drauf gucken könnte, ob das alles so stimmig ist. Ihr kennt alle den Spruch, der Sieger schreibt die Geschichte. Ja, aber ich will jetzt gar nicht in die Historie da so ein bisschen rein, sondern einfach euch sensibilisieren, dass wir alle eine schwere Last tragen. Auch unsere Eltern und Großeltern haben eine sehr schwere Last getragen. Und da möchte ich schon mal ein bisschen appellieren, ja, weil wir wurden ja auch drauf gedrillt, kann man fast sagen, trainiert, dass unsere Vorgeneration oder Ahnen böse waren, ja, und ganz, ganz bestialische Dinge getan haben. Und meines Erachtens ist es wichtig, sich mit den Ahnen zu versöhnen oder auch mit euren Lebenden noch, also Eltern oder Großeltern, weil sie von dieser Zeit gezeichnet sind. Und man muss einfach wissen,
dass wenn du diese Dinge erlebst, ja, Krieg, Bomben, dieses Elend, ganz viele Menschen, die verstorben sind innerhalb der Familien oder Verluste, die Vertreibungen, all das, das macht was mit den Menschen. Und du musst wissen, dass die Psyche versucht, dieses Leid, dieses Drama abzufedern und einzukesseln, also abzugrenzen, und dass diese Menschen früher nicht imstande waren, teilweise darüber zu reden. Ihr werdet jetzt auch nachher in dem Gedicht noch ein bisschen hören, was ich extra dafür gemacht habe. Und auch keine Nähe zeigen konnten. Sie waren abgeschottet von ihren Gefühlen, was natürlich dann Folgegeneration nicht unbedingt gut getan hat. Ja, weil diese Liebe, diese Nähe, diese Berührung, die ja wichtig ist für Kinder, so oft nicht gegeben war. Gut, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ich sehe ja diese Traumaverarbeitungsindustrie, will ich jetzt mal sagen, ein bisschen skeptisch. Es gibt sehr viele gute Therapeuten, will ich gar nicht sagen. Und ich bin auch sicher, dass viele, die traumatisiert sind, eben durch diese Vorgeneration oder auch durch Erlebnisse in dem jetzigen Leben, ja, durchaus gut aufgehoben sind, wenn sie eine Therapie machen. Aber wo ich sehr skeptisch bin, dass hier wie die Fliegen jetzt alle sich auf dieses Thema draufsetzen. Es gibt 1000 Bücher, es gibt, der eine sagt, du musst dich hypnotisieren lassen, wir lösen es auf, wir machen das weg, indem wir es wegatmen, wegklopfen, also durch Visualisierung, also es gibt ja noch und nöcher Methoden, ja, wo ich einfach sage, muss man Trauma wegmachen? Das stelle ich einfach mal mit Fragezeichen in den Raum. Weil meine Behauptung, die ich aufstelle, oder meine These, die ich aufstelle, oft muss ein Trauma nicht weggemacht werden oder aufgelöst werden, weil hier eine Ressource, also in diesem Trauma oft drinsteckt, über uns drüber zu wachsen. Verstehst du? Ich habe den Ausdruck, mal verwendet in irgendeinem älteren Video auch posttraumatisches Wachstum. Ja, man weiß, dass der Körper, die Psyche, die Seele dann, wenn du Strapazen, Leid, Schmerz ausgesetzt warst, versucht daraus Gold zu spinnen, also in einem alchemistischen Vorgang etwas zu verstärken. Schau mal, das kennen wir, wenn du eine Wunde hast, versuch die Narbe, das abzudeckeln und dieses Gewebe zu verstärken. Ja, wenn du viel barfuß läufst, kriegst du Hornhaut, weil das Gewebe weiß, wird strapaziert, hier müssen wir sie schützen oder müssen was evolutionärer zulegen, wenn man so will. Du weißt, wenn du trainierst, hart mit Gewichten arbeitest, was macht der Muskel? Der weiß ganz genau, da ist Wachstum angesagt. Und deswegen ist es meines Erachtens auch, oder gehört Vertrauen rein, dass die Psyche und die Seele genau weiß oft, wie sie mit Trauma umzugehen hat und dass man das nicht wegmachen muss, sondern sich einfach nur anschauen. Verstehst du? Ich appelliere schon, dass man Dinge und Gründe weiß. Ja, ich muss wissen, dass ich vielleicht als Baby 4 Wochen in der Klinik war und damit das Urvertrauen nicht ausgebildet werden kann. Es ist vielleicht wichtig zu wissen, dass meine Eltern mich blöd behandelt haben, weil sie nicht besser konnten. Ja, ich muss wissen, dass da vielleicht auch Missbrauch geschehen ist, damit ich mir selber vergeben kann und sage, ich bin nicht selber bekloppt, sondern da sind Dinge vorgefallen, wo die Psyche hart dran zu arbeiten hat. Und deswegen auch wichtig, auch was unser Land angeht, unsere Kultur oder die Gesellschaft bei uns, es ist wichtig, drauf zu gucken, wer sind deine Ahnen? Was ist in unserem Land passiert? Schau Fotos an, schau, dass du noch ein paar Verwandte herkriegst, die du fragst. Also ich habe meine Eltern viel zu wenig gefragt. Die sind ja beide schon verstorben. Ich hätte noch viel, viel mehr wissen wollen. Ich habe sie nicht gefragt. Ich habe es versäumt. Ja? Also die Dinge angucken. So gehört auch in unserem Land drauf geguckt, wo ein Riesentabu ist. Es wird ja alles abgedeckelt. Ja? Man soll möglichst nicht stöbern in der Geschichte der letzten 80 oder 100 Jahre. Ja? Und das ist aber wichtig, diese Historie zu ergründen. Ich habe jetzt eine Freundin, die Katja, die hat mir jetzt, weil sie umzieht, Bücher vorbeigebracht, historische Bücher. Da waren unter anderem auch Kriegsbücher da oder auch über die Jugend
in dieser Zeit. Ja, man muss dazu wissen, mein Papa war nicht nur Kriegskind, sondern auch Kindersoldat. Da kann ich ja nachher noch ein bisschen was berichten. Und sie sagt, Susanne, stell dir vor, ich wollte diese fast neuen Bücher verschenken. Ich wollte sie sogar auf Flohmarkt weggeben an Institutionen. Die haben alle gesagt, nee, dürfen wir nicht verkaufen. Also du siehst dieses große Tabu, was darum gemandelt wird. Ja? So, jetzt, was ich euch so ein bisschen mitgeben will, nochmal diese Betonung drauf. Die Psyche weiß ganz genau oft, wie sie mit Trauma umgehen kann, wie sie es verdaut und wie sie es, was haben wir vorhin gesagt, alchemistisch umwandelt. Und wir brauchen dieses Vertrauen, dass auch unser Land, selbst in diesen Episoden, die wir rückwirkend erlebt haben, aber auch jetzt wieder erleben, eine Möglichkeit hat, dran zu wachsen. Ja? Wir können die Steine nehmen und damit neue Kathedralen bauen, habe ich mal in einem älteren Gedicht gesagt, ja? Wo die Kinder quasi die Steine, die Ruinen aufheben und damit Neues bauen. Und das ist ja auch das, was schon so ein bisschen gerade spürbar ist, dass hier neues Bewusstsein geschaffen wird, Sehnsüchte in eine neue Form des Glaubens, der Spiritualität, Musik, Schöpfung, Dichtung, deutsche Sprache. Also das sind ja alles schon Bewegungen, die man nicht bestreiten kann. Auch wenn es natürlich einen großen Teil der Menschen da draußen nicht betrifft. Ich mache mir da wieder keine Freunde, wenn ich sage, dass 80% meiner Meinung nach diese nächsten Jahre und Jahrzehnte entweder psychisch, vielleicht auch physisch aus bestimmten Gründen, nicht überstehen werden. Es wird ein Bruchteil übrig bleiben, meines Erachtens. 10-20% ist so meine Einschätzung. Ja? Aber das genügt ja, um das Neue zu kreieren. Aber dafür müssen wir diese traumatischen, eingebuddelten Schätze, die unsere Ahnen nicht aussprechen konnten oder die Erfahrung, die sie nicht artikuliert haben, die müssen wir ausbuddeln und müssen daraus was tun. Es ist so wie ein Wellental, jetzt ist wieder ein bisschen unscharf von der Übertragung, aber ich rede jetzt einfach mal weiter. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist ja wie so ein also nennt man das Sinuskurve, also wenn es so Halbmond, ja, du hast erst das Tal, du hast erst den Tod, den Niedergang, um dann in die Auferstehung zu kommen. Und oft ist die Auferstehung erst in der Generation drauf. Und ich bin mir sicher, dass das, was unsere Ahnen erlebt haben, hier verwertbar wird und neue Blüten treiben kann. Also da bin ich ganz, ganz zuversichtlich. Vielleicht ein paar Worte zu mir, ja, weil ich glaube, dass ich auf einem Feld der Traumata aufgewachsen bin. Meine Ahnen, nur so viel, waren einerseits Baumeister, also die ganze Linie, die haben viel Kirchen gebaut und große, so Kurbäder und so Sachen. Also die waren der Schönheit verbunden, dem Schöpfen, dem Kreieren. Aber ich habe auch eine, Offizierslinie. Also wir waren auch Krieger und Kämpfer, muss man ganz genau sagen. Ja, also wenn ich jetzt meinen Papa angucke, der war ja Kindsoldat mit 16, 17, ist dann hochdekoriert heimgekommen mit 17, jüngster Ritterkreuzträger Deutschlands, weil er sehr, sehr mutig irgend so eine ganz große Truppe übernommen hat, als der Offizier oder der Führer, die führende Person gefallen ist. Ja, und wenn ich mir überlege, da war so viel Drama drin, ja. Mein Papa hat nie erzählt vom Krieg, nur dass er damals seinen besten Freund, der war auch, glaube ich, 17, zerfetzt irgendwo vom Kriegsfeld beim Bomben oder Kugelhagel diese Leiche rausgezerrt hat und in den Graben ein paar hundert Meter weitergezogen hat, weil er diesem Leichnam die Würde noch geben wollte. Ja. Und ich habe so viel über das Drama meines Papas, obwohl er es nie beschrieben hat, ja, so viel gelernt. Er hat mit Würde und Ehre und Werten und Ethik uns erzogen, also es ist unglaublich, also der ganze Fundus, aus dem ich zehren kann, ist aus dem, wie unser Vater diese Erfahrungen
umgesetzt hat in eine wunderbare Erziehung für uns vier Kinder. Ja, der hat mit uns Kaulquappen gesucht, der ist Paddelboot gefahren, der hat mit uns gebastelt, der hat uns die Natur beigebracht. Ja. Also ein hochphilosophischer Mann, der hat sich viele Sprachen selber beigebracht. Also ist so mein Hero, war wirklich Life-Hero, also damals in dieser historischen Zeit, aber auch für mich in der Familie. Und meine Mama, das war so eher die Schöne, die Königin, die Prinzessin, ja, sie war eine wunderschöne Frau, als sie jung war, sie hat Theater gespielt in ihrem Ort, sie war der Poesie verbunden, sie hat gemalt, sie war sehr charismatisch, auch später bei den Menschen, ich weiß noch, als sie verstorben war vor ein paar Jahren, war sie eine der, ich glaube, die einzige, die damals in dieser Riesenkirche auch, also der Sarg deponiert wurde, und die ganze Kirche war voll mit Menschen, die sie dann nochmal begleitet haben. Also wo ich dann einfach dieses große Glück hatte, die Schönheit gepaart zu kriegen mit dem Mutigen, mit dem eher Heroischen. Ja, und das heißt, dieses Trauma dieser zwei Menschen, die erlebt haben, also meine Mama hat auch erzählt, als sie klein war, ein kleines Mädchen war, wurden an der Häuserwand bei ihnen am Heimathaus Leute erschossen. Also warum, weiß ich nicht, weiß nur, dass sie als Kind dazu geguckt hat, wie diese Leute erschossen wurden. Ja, und sie hat es umgewandelt in Poesie und Bilder, die sie gemalt hat. Gut, was jetzt auftaucht, aber da möchte ich vielleicht euch in nächsten Videos berichten, weil das möchte ich nicht so einfach so hinrotzen in dem Video. Ich habe einen sehr, sehr starken Bezug, ich habe es vorhin angedeutet, zu den Gefallenen dieses Krieges. Ich bin in Kontakt, ich kriege ganz viele Nachrichten, die immer aktueller jetzt werden. Wenn ich mich traue, werde ich es euch in dem Video vielleicht übermitteln. Ich will euch nur so viel sagen, ich habe seit dieser Verbindung mit meinen Eltern ja über dieses weitergegebene Trauma unglaublich viel Träume über Gefallene, über Tote, über einen Krieg, über Leichen, Menschen, die ich versorgen muss, als so der sie nach Haus begleitet. Ich habe unglaublich viele Bilder gemalt, schon als Kind, als 16, 17 Jahre habe ich so riesen Leinwände und Tapetendinger zweimal auf 3 Meter mit bestimmten Motiven, mit Tod, mit Lageratmosphäre und so weiter gemalt. Ja. Und ich weiß noch, mein Lehrer, mein Kunstlehrer in der Schule, der Herr Kiesewetter, ich habe ihn geliebt, hat immer gesagt, Mensch Mädel, kannst du nicht mal ein bisschen was anderes produzieren, nicht so düster. Weil selbst wenn wir Töpfern waren, was die anderen haben alle ihre, weißt du schon, Tonkannen modelliert und was hat Susanne gemacht, hat gefallene Krieger und gefallene Soldaten modelliert. Ja? Also war alles schon ein bisschen schräg. Rheinwiesen wäre jetzt auch so ein Thema. Ich bin dahin, weil ich gewusst habe, ich muss dahin, weil ich für diese Menschen beten muss und mit ihnen in Kontakt treten im Gespräch. Ja, und jetzt sind auch vor ein paar Wochen, also es wird immer dichter, die Gespräche immer intensiver geworden. Und ich hatte auch, ich war ja jetzt im Allgäu auf Kongress und da gibt es so eine überlebensgroße oder übermenschlich große Figur von Christus, der ganz liebevoll, jetzt muss ich schlucken, weil das macht was mit mir, trägt er einen toten Soldaten auf dem Arm. Und ich bin zweimal da auf diesem Soldatenfriedhof vor dieser großen Klosterkirche und da heulen zusammengebrochen. Weil alles hochkommt, was da passiert ist. Das ist dann so, wisst ihr, ich muss das dann, wie wenn da so ein Kanal bei mir aufploppt und Tausende von Schicksalen in mir fühlbar werden. Und mir auch sagen, ich soll aussprechen, was da ansteht.
Ja, aber wie gesagt, gebt mir da bitte ein bisschen Zeit. Es ist für mich ein großer Umbruch, mich zu outen, weil da kriegst du ja auch Angst davor, dass du jetzt zerrissen wirst oder alle sagen, du bist bescheuert oder so. Oder jetzt tanzt du da auf dem Hexenbesen rum. Ja, okay, aber können wir drauf gucken. Worauf ich jetzt noch mal einen letzten Blick werfen will mit euch, ist, dass hier etwas passiert in unserem Land, was jetzt hochgefährlich ist, was viele so nicht ahnen. Deswegen habe ich das ja vorhin gesagt, die Gefahr lauert ganz woanders, dass dieses Land nämlich retraumatisiert wird. Ja, wir haben ja gelernt, alles ist eingespeichert in unsere Zellen, in jedem von uns, also der hier Originaldeutscher ist oder hier seine Wurzeln hat. So, und was hier jetzt gemacht wird, ist, dass mit Kriegsszenerie ein Retrauma hergestellt wird. Ja, ich wiederhole mal, was so die letzten Zeit, was da passiert ist. Wir werden konfrontiert mit Dingen wie die Lebensmittelketten brechen ab. Inflation, das Geld ist nichts mehr wert, mehrfach gepulst. Wir werden mit Bedrohung, mit Krieg, mit Gewalt, mit Aggression gepulst, mit Messerattacken genauso gepulst wie mit, du kannst nicht mehr auf die Straße, sonst wirst du vergewaltigt, zum Beispiel. Ja, also das sind alles massive Bilder, wo die Leute pulsierend und repetierend mit Bildern bespielt werden, die in jeder Zelle eingelagert sind bei ihnen. So, und jetzt musst du eins wissen, durch dieses Antriggern all der Wunden der Menschen in unserem Land, ja, entsteht ein Retrauma. Ja, die Leute flippen aus. Da reicht oft ein Geruch, da reicht ein Bild, da reicht eine. Guck mal, diese komischen, bekloppten, wie heißen diese Dinger? Alarm, diese. Na, weißt schon, wie. Ach, mir fällt es jetzt nicht ein, wenn ein Alarm ist und du hast auf der Telefon-App und die Sirenen, ja, Alarm, jetzt habe ich es, genau. Ja, das triggert was in uns an. Ne? Dieser Alarm, der hat damals die Leute in die Keller und in die Bunker sofort getrieben, ja, weil sie Angst hatten. Also diese Angst fährt uns in jeden Knochen quasi in dem Moment rein. Jetzt muss man weiter wissen, durch Retraumatisierung ist dein Hirn und deine Psyche in Ausnahmezustand. Die klappt auf, das heißt, du kannst dieses offene Hirn im Ausnahmezustand befüllen. Das kennt man alle aus MK Ultra. Was noch, ob euch das was sagt? Mind Control, Menschenkontrolle, Gehirnwäsche. Ich weiß aus internen Kreisen, dass das hier bei wichtigen Personen sowieso gemacht wird, dass die programmiert werden durch Retraumatisierung, teilweise durch ganz harmlos ausschauende Seminare, die ausschauen wie so, ja, wir machen ein bisschen auf Persönlichkeitsschulung und dann kommen die Leute bewusst in ein Retrauma oder werden reingeführt, um sie dann zu besetzen mit Botschaften, die sie quasi zu Marionetten machen. So, und das passiert eben jetzt, also diese Fremdsteuerung, nicht nur mit dem Individuum, das targetiert wird, weil es vielleicht wichtig ist oder weil es eine Werkzeugfunktion einnehmen soll, sondern das passiert flächendeckend jetzt gerade regional hauptsächlich. Und das muss uns im Klaren sein. Und dann kannst du auch diese Dinge, die jetzt passieren, ganz anders einordnen. Verstehst du? So, jetzt können wir sagen, oh Gott, das ist ja ganz, ganz schlimm und ja, da können wir ja alle nichts tun und wir werden alle sterben oder psychisch in der Klapse landen oder so. Jetzt möchte ich euch aber den Hoffnungsschimmer geben. Schau mal, durch eine wiederholende Erfahrung und wir sind ja eigentlich krisengeprüft, kriegsgeprüft hier, ja, es gab ja wie in Wellen immer wieder diese Konfrontation. Kannst du von einer Ebene in die nächste Bewusstseinsebene wachsen? Du erinnerst dich, ja, posttraumatisches Wachstum. Das heißt, ein Teil unserer Gesellschaft, der Menschen in unserem Land, ist durchaus imstande, aus diesem Dorn, aus diesem Dorn im Fleisch, ja, eine Perle zu machen. Also wie in der Muschel, weißt du, wenn du was in die, einen Fremdkörper in die Muschel reintust, macht die was Kostbares daraus. Und da möchte ich dir einfach den Mut und die Sicherheit geben,
dass posttraumatisches Wachstum uns stärker macht, uns neu schöpfen lässt, ja, uns in die Zukunft führen werden, wo wir durch das Trauma, durch die schlimmen Bedingungen energetisch und vom Bewusstsein wachsen. Und wir haben ja, und da siehst du ja auf einem höheren Fraktal jetzt, wir haben ja, also jeder wartet auf den Krieg mit Panzern und Bomben. Nee, wir sind mitten im Bewusstseins- oder im geistigen Krieg schon. Ja, und es braucht Werkzeuge auf dieser energetischen Ebene. Deswegen wiederhole ich ja immer, wir müssen wieder Zugang finden zum Gebet, zum Dialog in die geistige, in die göttliche Welt rein. Ja? So. Und die ersten Dinge, die wir jetzt erkennen, die positiv sind, sind schon im Gange. Auch wenn man das vielleicht erstmal bei wenigen merkt. Ja, bei den Pionieren, bei den Leuchttürmen erstmal die eigentlich dann Orientierung setzen. Wir haben, ich zähle euch mal auf, was ich beobachte. Das erste ist, wir haben hier in unserem Land einen sehr stärkeren Drang hin in den Frieden. Wir werden nie die Franzosen werden, die Revolte machen und auf den Straßen da groß rotieren. Klar, Friedensmärsche haben wir auch gemacht, aber dieser Drang, diese Sehnsucht nach Frieden ist hier sehr stark ausgeprägt. Ja? Dann, was haben wir noch? Eine Bewusstseinssteigerung. Wir befassen uns mit Manipulation, mit Narzissmus, mit Psychopathie, mit Gehirnwäsche, all diesen ganzen Vehikeln, all diese ganzen Maßnahmen. Okay, zum Beispiel Narzissmusaufklärung und Psychopathie ist da ein bisschen aus USA rübergerutscht, aber ich kann man kaum vorstellen, dass in irgendeinem Land es so stark vorangetrieben wird, diesen Unrat, diese Zersetzung, diese Verfilzung zu durchschauen. Auflösen ist dann nochmal ein neuer Schritt, aber schon mal zu wissen, wie tickt das Ganze. Was ist noch feststellbar? Es ist eine Aktivierung der empathischen Liga zu verzeichnen, eine Verstärkung, also gerade diese hochsensiblen, High-Sensitive Personality nennt man die HSP-Leute, ja, oder die Esoteriker würden jetzt wahrscheinlich sagen Indigo oder Kristallkinder oder sowas, ja, sie sind im Aufwärtsbewegen, sie werden stärker, sie gucken nicht mehr verschämt unten aus dem Sofa-Eckelchen raus, ja. Also es wird zum Trend. Das erkennst du auch daran, dass selbst profane Journale oder YouTube-Kanäle oder auch Blogger oder so, alle plötzlich von Werten, von Ethik, von Spiritualität reden und was neu ist seit ein paar Monaten auch von Gott. Ja, das heißt, das habe ich euch schon mal neulich oder war schon länger her gesagt, wir sind dann auf dem Siegerweg, wenn die feinfühlige, die wertetechnisch orientierte Empathenlandschaft in die Pfeilspitze reingeht und den Trend ansagt. Und viele, könnt ihr jetzt mal gucken, selbst ganz profane Kanäle jetzt auch gerade, fangen immer mehr an, auch vom Göttlichen oder von Gott zu reden, weil sie nicht anders können. Also wir setzen den Trend inzwischen, wir machen die Vorgabe in eine Richtung, die mit Ethik, mit Werten und Prosozialität zu tun hat. So, vielleicht noch ein Punkt, dass die Menschen inzwischen immer mehr auch angewidert sind von Korruption, von Betrug, von Lüge, von Täuschung, von List. Es kommt denen gerade rausgereiert, hätte ich fast gesagt, ja. Und wenn der Ekel und die Abwehr dieses alten Systems immer mehr eintritt, wird auch neu geschöpft. Das erkennt ihr an Kleinigkeiten wie deutsche Sprache, dass die Dichtung wächst, dass die Künstler diese Themen aufgreifen, ja. Also da gedeiht Neues und geht in eine neue Blüte. Aber wie gesagt, nicht für alle, auch wenn das vielleicht manche schmerzt und die sagen, die sortiert jetzt wieder oder die spaltet, wird mir ja manchmal vorgeworfen. Aber ihr könnt selber sehen, ja, wenn sich das aussortiert oder aufteilt und dass das der Realität entspricht.
Gut, ich brauche wieder eure Daumen, verteilt wieder ein bisschen das Video, weil ich glaube, das Thema wird sehr, sehr wichtig werden in der nächsten Zukunft. Ich versuche euch, wie gesagt, da noch Input zu geben. Ich habe jetzt noch ein kleines Gedichtchen gemacht und zwar habe ich das genannt Brief der Ahnen. Ihr werdet gleich hören, es ist ein Gedicht aus den Augen der Ahnen, derer, die Schlimmes in unserer Geschichte erlebt haben. Und die zu uns oder unserer Generation sprechen. Und ich hoffe, ich kann euch mit diesen Zeilen jetzt ein bisschen berühren. Und vielleicht kann auch dann sowas wie Güte oder Barmherzigkeit zumindest eintreten für diese Menschen von damals, die geschwiegen haben, die nicht darüber reden konnten, die keine Emotionen, keine Liebe zeigen konnten. Gut. Brief der Ahnen. Verzeih, mein Kind, die große Bürde in deine Hände legt ich, wie gern ich würde den großen Schmerz wohl selbst da tragen, doch all das Leid ließ uns verzagen. Wir schlossen all den Tod, die Pein in Kammern unsere Herzen ein. Auf Kriegsfeld und in Schützengrab sank einst der Vater Sohn hinab. Die Heimat starb, so karge Güter, Bombenhagel riss uns nieder, rauchend Mauern, schwarze Augen raubten Seele uns und Glauben. Wir wollten doch nur überleben, haben deshalb Herzen weggegeben. Das Lächeln starb uns und das Lieben. Gefühle sind uns kaum geblieben. Die Liebe war uns tief verscharrt, in Seelenkerkern streng verwahrt. Verzeih, mein Kind, dies schlimme Erben, den Traum vom Krieg, wo Menschen sterben. Mög Herzensdorn bald nicht mehr quälen, zur Perle werden euren Seelen. In dunkle Krume wird's Korn gelegt, das ja erst drauf zum Lichte strebt. Mög Wahrheit in euch werden wach, weil unser Mund nicht Schweigen brach. Vergebt uns Strenge, Rückzug, Gram, dass Liebe nicht zum Vorschein kam. Zwar hat man uns das Herz entzweit, doch Liebe lebt jetzt, wird befreit. Entschuldigt ein bisschen, dass ich dann immer so ein bisschen manchmal kommt so das Gefühl dieser Menschen hoch. Ich spüre das dann, weißt du? Durch diese Gedichte sprechen diese Menschen durch mich zu euch. Und wenn ich dann so eine Art Kanal bin, dann kommt natürlich diese ganze Flut an Gefühlen direkt bei mir vorbei. Und deswegen, ihr könnt jetzt sagen, das ist eine alte Holzsuse oder warum flennen die da gleich mit oder so, aber es lässt sich nicht vermeiden, wenn du HSPler bist. Fühlst du mit jeder Zelle Gefühle dieser Menschen von damals? Fühle ich die Gefühle der Gefallenen oder auch anderer Menschen? Also wer mit mir arbeitet in den Sitzungen weiß, dass ich wie in einem dreidimensionalen Raum in jede Persönlichkeits oder jeden Persönlichkeitsaspekt rein kann und aus dessen Augen dann reden kann. Ja, das ist eine Gabe, die habe ich schon seit meiner Kindheit. Aber ich habe ja gesagt, ich will zu meinen Gaben stehen und will auch zu meinem Glauben stehen, zu meinen Gebeten, zu meinen Gesprächen, auch mit Jesus, weil es einfach dran ist und ich keine Lust mehr habe, mich dessen zu schämen. Und so grüße ich euch. In Liebe, in großer Umarmung, machen wir das Beste aus der Zeit, eure Susanne.